ESTV, Videos aus der Region. Ganz herzlich willkommen bei ESTV. Mein Name ist Raphael Treite. Rassismus ist kein amerikanisches oder europäisches Problem, nein. Es ist ein Problem der gesamten Weltbevölkerung, immer wieder auch im Landkreis Esslingen. Es reicht nicht mehr, einfach nur gegen Rassismus zu sein. Wir müssen dagegen aufstehen und laut sein. Ich habe in meinem Freundeskreis einmal nachgefragt und, wie ich finde, sehr gute Statements dazu gesammelt. Danke, dass ihr euch die Zeit nehmt. Hallo, mein Name ist Timo Hillebrand und in Sachen Rassismus kann ich nur sagen, wir müssen laut sein, wir müssen uns alle dagegen wehren. Wir selbst, jeder Einzelne muss die Veränderung sein, die er sich da draußen wünscht. Und steht auf, seid laut und wehrt euch gegen Rassisten. Hallo da draußen, mein Name ist Cassandra Steen und zum Rassismus kann ich nur sagen, dass es nicht mehr beeindruckend ist. Dafür Menschlichkeit umso mehr. Mein Name ist Trevor Jackson, ich komme aus New York. Ich bin Sänger und Schauspieler. I have a quote that I want to say about racism. It goes like this. Not everything that is faced can be changed. But nothing can be changed until it is faced. That's by American writer James Baldwin. I just want to say this. We are all not the same. And there's nothing wrong with that. We all don't have to like each other. We all don't have to get along, and that's okay. But we all at least have to respect one another and show tolerance for one another because we all share the same planet called Earth. It's been a long, time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. God bless. I love all my brothers and sisters of the human race. We're all in this together, baby. Love one another. Love is the answer in the end. Ciao. Mein Name ist Andrea Lindlor und ich bin Landtagsabgeordnete in Esslingen. Und ich weiß, dass es auch bei uns überall Rassismus gibt. Und der Weg zum Rassismus ist leicht. Er fängt an über Schubladen, in die wir Leute stecken. Wenn wir zum Beispiel auf einem Geschäftstermin auf eine Gruppe treffen, ein weißer Mann, eine farbige Frau und gleich dem weißen Mann die Hand geben, denn der ist ja bestimmt der Chef. Und es geht weiter darüber, dass wir unsere Vorurteile vertiefen und uns danach ausrichten. Und viele Leute gehen dann den Weg zu sagen, meine Gruppe, der ich mich zugehörig fühle, wir sind die Besseren. Das ist falsch und so können wir nicht zusammenleben. Und es ist an uns allen, dem entgegenzutreten, Mumm zu haben, Zivilcourage zu haben und im Bus und beim Einkaufen und auf der Arbeit gegen Schubladen zu arbeiten und Leuten, die rassistisch bedroht werden oder nur beschimpft oder schlecht behandelt werden, zu helfen und beizustehen. Denn diese Solidarität der gleichen Menschen, die alle gleich viel wert sind, die brauchen wir, um als Gesellschaft zusammenzuhalten. Mein Name ist Yalcin Bayraktar. Ich bin der Esslinger Bürgermeister für Ordnung, Soziales, Kultur, Bildung und Sport. Rassismus ist nicht nur ein US-Problem, sondern auch bei uns in Deutschland finden fast täglich physische und psychische Übergriffe auf Menschen statt, die fatale Folgen für die Opfer, aber auch für die Gesamtgesellschaft bedeuten. Hass, Diskriminierung und Rassismus sind im Moment die größte Gefahr für unsere Demokratie. Schützen wir unsere Demokratie, indem wir dem entgegentreten. Hallo, mein Name ist Naira. Zum Thema Rassismus. Unser Alltag ist leider voll mit Rassismus. Und oft versteckt sich die Menschheit selbstschützend hinter solchen Aussagen wie »Wir leben in der Demokratie«, jeder darf seine Meinung frei äußern. Stattdessen sollten wir selbstverpflichtend Verantwortung für die Gegenwart und für die Zukunft übernehmen. Wir brauchen keine Angst zu haben, das Problem beim Namen zu nennen und ja, es auch zu verurteilen. Nicht wegschauen, nicht schweigen, nicht den Kopf in den Sand stecken, nicht Mittäter werden, sondern bewusst handeln. Ich verstehe es nicht. Warum muss es sein? Rassismus? Nein, danke.
Ich finde es so wichtig, dass jetzt gerade das Thema angesprochen wurde, auch wenn es natürlich jetzt zu so einem tragischen Fall, ja, da fehlen einfach einem die Worte, was da passiert ist. Aber gleichzeitig sehe ich jetzt eine Chance für uns alle, gleichzeitig für Gerechtigkeit zu kämpfen. Und das sehe ich gerade, das erlebe ich gerade, dass die Menschheit für Gerechtigkeit kämpft und dass man sich verstanden fühlt. Ich denke, das Schlimmste ist, wenn Betroffenen sich nicht verstanden fühlen oder wenn denen gesagt wird, wie sie sich fühlen sollen. Und jetzt erlebe ich wirklich, dass die ganze Welt gemeinsam aufsteht. Wie Jesus gesagt hat, ich erlebe jetzt Nächstenliebe. Ich selbst bin im Alltag betroffen. Da braucht es keine großen Sprüche. Es reichen schon Blicke oder Gesten. Mein Statement ist ganz klar: Nein zu Rassismus und Ausgrenzung. Wenn ihr euch auch betroffen fühlt, glaubt an euch, seid stark und zeigt euch. Mein Name ist Nana und ich unterstütze antifaschistische Aktionen, weil es in meinem Leben keinen Platz für Rassismus gibt. Geht tolerant, offen und solidarisch miteinander um, denn nur so kann gesellschaftliches Zusammenleben funktionieren. Mein Name ist Jochen Kaas. Rassismus hat in meinem Leben keinen Platz. Punkt. In Sachen Rassismus würde ich sagen, lasst uns den Kindern und die es nicht wissen, zeigen, ja, vorleben, dass alle Menschen, egal welche Farbe oder Herkunft, wichtig sind und es nötig haben, gerecht behandelt zu werden. Egal wie alt, egal wie jung, egal wie sie aussehen, egal wo sie herkommen. Alle Menschen sind gleich und gleichwertig. Und jeder Mensch will so wahrgenommen werden und akzeptiert werden, wie er ist. Rassismus ist nicht schön. Es ist was Hässliches. Und das will keiner erleben. Also lasst uns zusammenstehen und dagegen kämpfen und es nicht erlauben in unserer Umgebung. Mein Name ist Daniel Fetz und ich bin Antifaschist. Ich bin gegen Rassismus und gegen Ausgrenzung jeglicher Art. Und das sollten wir auch eigentlich alles sein. Nicht nur jetzt und nicht nur auf Social Media, sondern immer und überall. Wir wollen keinen Rassismus. Wir wollen Gerechtigkeit. Jeder Mensch zählt, jede Herkunft zählt. Die Welt gehört uns alle. Mein Name ist Paulino Jerome Smith und ich sage Nein zu Rassismus und Ja zu Menschlichkeit. Es gibt nur eine Rasse und die nennt sich Mensch. Darum One Love. Für mich ist heute ein Hilferuf. Schaut genau hin. Schauen Sie bitte genau hin. Der Rassismus ist nicht naturgegeben. Hass ist nicht naturgegeben. Wir Menschen haben das konstruiert. Und nur wir Menschen können es gemeinsam abschaffen. Es hängt von Ihrer Haltung und meiner Haltung ab. Schauen Sie genau hin. Danke. Hi Leute, mein Name ist Alec Graume. Ist born in Esslingen. Rassismus hat keinen Platz in der Welt. Peace and love.